Ja, wir sind heute hier am Margaretenhof, um gegen skandalöse Löhne, die durch die Arbeitsagentur in Schwerin Bürgerinnen und Bürger angeboten werden, zu demonstrieren. 4 € Stundenlohn für geteilte Dienste. Ich denke, das ist ein Skandal und das kann man auch nicht anders benennen. Im Deutschen Bundestag streitet die Linke ganz massiv für einen gesetzlichen Mindestlohn, flächendeckend von wenigstens 10 € die Stunde. Das hat Gründe, denn Armut trotz Arbeit ist leider flächendeckend ein Phänomen, insbesondere auch hier in Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind in der Landeshauptstadt Schwerin beim Jobcenter und haben heute eine Aktion gestartet. Agentur für Armut. Warum haben wir das gemacht? Uns liegen Jobangebote vor für geteilte Schichten als Hauswirtschafterin, 30 Stunden die Woche für 4 € Stundenlohn. Diese Jobs werden offiziell durch die staatliche Arbeitsagentur vermittelt. Das kann nicht sein, das ist ein Skandal, denn die Leute, die diese Jobs machen sollen, kommen dann mit weniger als 500 € brutto nach Hause und müssen davon dann noch ihre Sozialleistungen etc. bezahlen. Das heißt, sie gehen direkt wieder ins Jobcenter, um Aufstockerleistungen zu beantragen. Das belastet die Kommunen und das belastet natürlich vor allen Dingen auch die Leute, die es machen müssen. Das ist Armut trotz Arbeit, das ist ein unhaltbarer Zustand. Die Bundesregierung und auch die SPD und die Grünen haben das mit eingerührt mit den Hartz-IV-Gesetzen und mit der immer weitergehenden Verschärfung der Hartz-IV-Gesetze. Damit muss endlich Schluss sein. Wir brauchen eigentlich Tarifbindung für alle und vor allen Dingen brauchen wir zuerst einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von wenigstens 10 € die Stunde, so wie die Linke im Bundestag das immer wieder beantragt hat. Also ich glaube, wir brauchen andere Schwerpunkte hier auch in Mecklenburg-Vorpommern. Wir müssen neue Ideen entwickeln. Ich denke, es ist ein großer Fehler, dass nur Arbeitslosigkeit finanziert wird statt Arbeit. Man kann ja auch Arbeit finanzieren. Wir haben zum Beispiel in Berlin einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor. Da kriegen die Leute immerhin Verträge für 3 Jahre und bekommen Tariflöhne. Und nicht solche Löhne, wie ich das heute hier erlebt habe, von 4 € die Stunde. Das ist ja völlig indiskutabel, muss ich mal sagen. Und solche Ansätze müssen wir durchsetzen. In der Bildung muss viel passieren. Wer Jugendliche und Kinder nicht genügend ausbildet, der gibt ihnen doch keine Zukunft. Ich weiß, dass Bildung teuer ist, aber ich sage immer, Jugendgefängnisse sind teurer. Also ich möchte hier einen anderen Weg gehen. Und dann hat sich doch herausgestellt, dass der Ministerpräsident ja wirklich die eine oder andere vernünftige Ansicht hat. Aber er kann ja keine Bundesratsinitiativen starten, weil die CDU ihn immer daran hindert. Er ist für den Mindestlohn, die CDU ist dagegen. Also gibt es keine Bundesratsinitiative. Er findet den Afghanistan-Krieg so falsch wie wir. Aber die CDU ist ja für den Afghanistan-Krieg, also gibt es keine Bundesratsinitiative. Das heißt, die Bedeutung von Mecklenburg-Vorpommern für die Bundesebene kommt nicht zur Geltung. Da wäre eine Koalition zwischen der SPD und uns oder zwischen uns und der SPD, je nachdem, wie es ausgeht, deutlich besser.